Schwerstarbeit für die Feuerwehr. Gleich drei Autos sind im Rostocker Stadtteil Dirkow in der Nacht zum Montag in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Alle Kleinwagen gehören einem Pizza-Lieferservice am Hannes-Meyer-Platz. Die Polizei hat die Ermittlungen in Richtung Brandstiftung aufgenommen. Wie die Beamten mitteilten, erreichte sie gegen 0.30 Uhr der Notruf. Augenzeugen hatten direkt auf einem großen Parkplatz am Hannes-Meyer-Platz drei brennende Autos festgestellt und die Hilfskräfte alarmiert. Die Kleinwagen, drei VW Fox, parkten direkt vor der Filiale. Als die Berufsfeuerwehr sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gelsdorf am Brandort eintrafen, standen alle Fahrzeuge lichterloh in Flammen. Zudem machten kleinere Explosionen in den fackelnden Autos die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte zusätzlich gefährlich. Nach rund einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Beamte der Kriminalpolizei sicherten noch in der Nacht Spuren am Brandort und ließen die ausgebrannten Fahrzeuge zur kriminaltechnischen Untersuchung sicherstellen. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, am wahrscheinlichsten dürfte aber Brandstiftung sein. Zumindest hat die Polizei auch in diese Richtung die Ermittlungen aufgenommen.